Das soziale Netzwerk Instagram hat den Account des Schlagersängers Michael Wendler gesperrt. Grund dafür sind wiederholte verbale Entgleisungen des 48-Jährigen. Wie bei Trump, Game Over für Michael Wendler. Wendler verlor seinen Posten in der Jury der aktuellen Staffel von Deutschland sucht den Superstar und zahlreiche Werbedeals. So auch einen lukrativen Werbevertrag mit der Supermarktkette Kaufland. In dieser Woche kam es nun zum nächsten großen Rückschlag für den Schlagersänger. Instagram hat den Account von Michael Wendler gesperrt. Das bestätigte ein Sprecher von Instagrams Mutterkonzern Facebook der deutschen Presseagentur am Donnerstag. Wir haben den Instagram-Account entfernt, da er wiederholt gegen unsere Richtlinien verstoßen hat, so die Erklärung. Der 48-Jährige war mehrmals mit kruden Erzählungen in Bezug auf die Corona-Pandemie über seinem Instagram-Account auffällig geworden. So bezeichnete er die Bedrohung durch SARS-CoV-2 unter anderem als Fake-Pandemie, die von gleichgeschalteten Medien verbreitet werden würde. Michael Wendler betrieb über Instagram auch Werbung für seinen Telegram-Kanal, auf dem er Deutschland wegen der andauernden Anti-Corona-Maßnahmen als KZ bezeichnete. Später rechtfertigte der Schlagersänger sich mit der Behauptung, die Abkürzung würde für Krisenzentrum und nicht für Konzentrationslager stehen. Instagram zieht als Reaktion auf die wiederholten verbalen Entgleisungen des Sängers nun Konsequenzen. Wir entfernen alle Inhalte, die glaubhafte Bedrohungen oder Hassrede enthalten, erklärt das Sozialnetzwerk in seinen Benutzerrichtlinien. Ernsthafte Bedrohungen der öffentlichen oder persönlichen Sicherheit seien ebenfalls nicht zulässig. Comedian Oliver Pocher, der noch im vergangenen Jahr in einer TV-Show gegen den Wendler angetreten ist, postete in seine Instagram-Story ein Bild vom Account des Schlagersängers mit den Worten Game Over auf Instagram.